Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe selbst 3 Kinder und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Vielleicht hast du schon den ersten Teil dieses Interviews gehört oder gesehen mit Jana Friedrich. Heute kommt hier also der zweite Teil. Falls du den ersten noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, den zunächst einmal anzuhören oder auch bei YouTube anzuschauen, je nachdem, wie es dir mehr liegt, worauf du mehr Lust hast. Heute soll es darum gehen, wie kann man mit eventuellen Komplikationen umgehen oder ja, was für Interventionen werden dann vielleicht gemacht, also durch Hebammen und Ärzte. Dann kann man sich darauf schon mal einstellen. Meine Erfahrung ist nämlich, dass dadurch die Interventionen auch viel leichter zu machen sind, zu meistern sind, wenn man das schon mal gehört hat und es einem dann eben auch keine Angst mehr macht, falls es dann dazu kommen sollte. Außerdem werden wir hier einen kleinen Perspektivwechsel einnehmen, einmal schauen, wie ist das Leben einer Hebamme in einem gut besuchten Krankenhaus in Berlin. Und ich hoffe, du kannst wieder ganz viel für dich mitnehmen, wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem zweiten Teil des Interviews mit Jana Friedrich und viel Spaß. Ich würde gerne noch zu bestimmten Eingriffen kommen. Da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es gibt etwas, was viele Frauen traumatisieren kann. Also es gibt dann gewisse Gefahr, vor allem wenn man das noch nie vorher gehört hat. Und zwar ist es das Kristellern. Und vielleicht magst du dazu mal was sagen, was das eigentlich ist und wie man sich sowas vorstellen kann. Und dass man einfach sowas schon mal gehört hat, um dann nicht überrascht zu werden, falls es halt dazu kommen muss oder kommen sollte. Okay. Genau, also die Kristellerhilfe, die wird ja auch ein bisschen inflationär benutzt. Es ist ja auch bei uns sehr umstritten, ja, dass so viel kristellert wird. Also was es bedeutet, ist, dass am Ende der Geburt, also das Kind möchte schon geboren werden, man hat auch schon einen Pressdrang und das Kind ist im Becken schon richtig tief gerutscht und es kann im Prinzip geboren werden, aber aus irgendeinem Grund fehlt so ein bisschen dieser letzte Ruck. Ja, also vielleicht ist man selber erschöpft und kann nicht mehr ganz so gut pressen oder man hat eine PDA und spürt es nicht ganz so gut. Und dann gibt es ja so 2 Möglichkeiten, dem Kind zu helfen, geboren zu werden. Einmal ist, dass man eine Sauglocke benutzt und ein bisschen zieht am Köpfchen. Und das andere ist sozusagen, dass man auf den Bauch drückt, manuell, also mit den Händen. Dass man sozusagen die Gebärmutter dabei unterstützt, diesen Druck aufzubauen, sodass das Kind dann einfach geboren werden kann. Und das ist ein sozusagen geburtshilflich anerkannter Griff. Der Herr Kristeller hat den erfunden, nachdem ist er benannt. Und man schiebt dann sozusagen wehensynchron, also während der Wehe, während die Frau auch selber schiebt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man selber diesen Druck aufbaut, weil wenn man diesen Druck aufbaut, dann wird der Bauch ja ganz fest und die Muskeln spannen sich an. Und wenn man dann sozusagen mitdrückt, dann, das ist schon unangenehm, aber dann sollte es nicht so schlimm sein, ne? Weil man diese Spannung selber hat und selber mitpresst. Genau, so wird das sozusagen gemacht. Also wehensynchron wird dann mitgedrückt. Das kann auch über 2-3 Wehen sein. Ja? Mhm. Und jetzt hört sich das ja eigentlich so relativ harmlos an, naja, man schiebt da mit der Hand ein bisschen, aber wenn zum Beispiel eine kleine Person wie ich kristellern soll, und da liegt eine Frau jetzt auf dem Bett mit ihrem großen schwangeren Bauch und drückt, dann komme ich da schon mal ganz schwierig ran. Das heißt, ich stelle mich vielleicht auf den Stuhl oder vielleicht knie ich mich sogar auf das Geburtsbett mit drauf, ja, und dann drücke ich von oben auf diesen Bauch.
Und Frauen, die das noch nie vorher gehört haben, die erzählen mir dann manchmal im Nachgang, ja, und dann hat die Hebamme sich sozusagen auf meinen Bauch geschmissen und hat dagegen gedrückt. Genau, ne? Das ist das, was ich, und ich auch denke, ganz oft höre, dieses genau, da hat sich jemand auf meinen Bauch geschmissen. Genau. Genau, ja. Und wenn man das jetzt in dem Moment, man sollte natürlich in dem Moment das auch erklären, ne? Also ja, wir sagen dann immer so, und ich werde jetzt einfach Ihnen mal helfen und hier mal so ein bisschen mitdrücken von oben, ne? Und wenn sozusagen die Frau... wenn ihr das nicht erklärt wurde, oder ich sage auch mal, manchmal bekommt man auch sowas dann nicht so mit, ja? Also man ist so in seinen Wehen irgendwie drin, dass einem das zwar erklärt wird, aber dass man es irgendwie nicht so richtig realisiert, was da jetzt gleich passiert, ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, kommt eine Hebamme oder Ärztin, kniet sich da aufs Bett und drückt von oben mit auf diesen Bauch auf. Das wirkt schon manchmal ganz schön heftig und es fühlt sich auch schon ein bisschen heftig an, das muss man schon sagen, ne? Ja, so. Ja. Ich habe das selber auch gehabt. Ich habe das nicht als schmerzhaft erlebt. Mhm. Und es war mir auch eine große Unterstützung, muss ich sagen. Es war bei der ersten Geburt, die so sehr lang gedauert hat. Mhm. Und das war wirklich so ganz schwammig. Also, dass ich das ganz schwammig wahrgenommen habe. Mhm. Nicht als schmerzhaft, aber ich glaube, ich habe halt mal gehört von einem Vater, der da eigentlich auch so ein kleines Trauma davon getragen hat, weil ein Arzt halt reinkam, also ein anderer Mann quasi, und er hatte das Gefühl, es kommt ein fremder anderer Mann in diesen Raum und schmeißt sich auf meine Frau. Oh Gott, ja. Also das hatte ihn auch total getroffen. Also für seine Frau schlimm gewesen, aber für ihn als Partner auch ganz schlimm, weil er gar nicht wusste, was passiert hier eigentlich gerade. Und dann eben auch noch dieser fremde Mann so, ne? Ja. Ja, und das ist, glaube ich, sicherlich auch noch was anderes. Bei mir war das eben auch die Hebamme, die da mitgeholfen hatte, die ich eh schon kannte. Ja. Das hat mir dann kein Trauma verursacht sozusagen, ne, weil es eh da schon so, ich habe der vertraut. Und das kann dann einfach sehr helfen, dass man überhaupt schon mal gehört hat, dass es sowas gibt. Und, und dass es vielleicht eben auch ein Arzt ist, der reinkommt und das macht. Ne? Genau. Normalerweise wird es doch auch von Ärzten gemacht, oder? Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Das kommt total drauf an. Und manchmal wird ja sogar auch beides gemacht. Also eine Sauglocke und Kristallern. Und dann wäre ja sozusagen der Arzt sozusagen an der Sauglocke. Ja, ja. Also würde dort unten sitzen zwischen den Beinen der Frau und würde halt diese Sauglockenhilfe geben, und dann würde die Hebamme unter Umständen kristallern oder ein zusätzlicher Arzt oder Ärztin, die noch reingeholt wird. Ne? Also wenn solche Situationen sind, dann gibt es auch oft noch eine zusätzliche Person, die dann einfach dazukommt. Entweder noch eine andere Hebamme oder noch ein anderer Arzt. Genau. Was ich sagen will, ist, dass nicht aber immer nur, dass sozusagen dann gleich eine Notsituation ist. Ja? Also es muss nicht gleich eine dramatische Situation sein, dass sowas gemacht wird, sondern es kann durchaus sein, dass man sagt, Mensch, da fehlt jetzt nur noch so dieser allerletzte Schwups. Ja? Und das Kind merkt man aber schon, ist jetzt auch schon ein bisschen angestrengt. Man möchte jetzt nicht noch eine halbe Stunde warten, dass das irgendwann natürlich auch von selber geboren wird. Das ist ja so, irgendwann kommen die Kinder ja, auch wenn man nichts tut. Sondern man möchte dem einfach ersparen, die letzten 10 Minuten oder Viertelstunde, die es noch dauern würde, ne? Und sagt dann so, wir helfen jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit. Also so kann die Situation auch sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass man dass es so Auffälligkeiten gibt und dass man einfach sagt, okay, dem Kind müssen wir jetzt mal schnell helfen, dass es jetzt auf die Welt kommen kann. Und dann ist es manchmal so ein bisschen zicki-zack, ne? Dann kommen plötzlich mehrere Leute rein und die sagen wahrscheinlich schon noch ihren Namen, aber in dem Moment kriegt man das alles wie in so einem Rausch, ne? Nicht mehr so richtig mit. Und die machen dann so Sachen. Ja? Ja, genau. Und das könnte halt eine von diesen Sachen sein. Ja, ja, genau. Das finde ich auch total, ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil jetzt in meinem letzten Kurs, den ich gegeben habe, letztes Wochenende, war es so, dass ich gefragt wurde, oder mir gesagt wurde, ich habe so Angst, dass gegen meinen Willen Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel Kristallern, Sauglocke oder irgendwas. Und das ist tatsächlich auch das, wo auch Trauma passiert oder dass man sich halt nicht wohlfühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht in meinem Sinne gewesen oder ich wollte das ja nicht, es wurde gegen meinen Willen gemacht. Und ich finde halt ganz toll, wenn man im Vorfeld quasi schon innerlich die Erlaubnis gibt für diese Dinge. Denn wenn wir alle Informationen hätten unter Geburt, und wir wüssten, meinem Kind geht es gerade nicht gut. Und da muss jetzt einfach nachgeholfen werden. Und zwar mit Kristallern und Sauglocke zum Beispiel, auch beides.
damit es eben gesund auf die Welt kommt und auch ein gesundes Leben führen kann, dann sind wir ja alle so, dass wir sagen, sofort, natürlich, macht das. Das heißt, man kann, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz guter Tipp, man kann schon im Vorfeld dem geburtsbegleitenden Personal, wer auch immer mir da begegnen wird, die innere Erlaubnis geben, wenn es meinem Kind nicht gut gehen sollte, habt ihr alle Erlaubnis, auch Kaiserschnitt, alles, Hauptsache wir gehen gesund hervor. Und in dem Moment haben die Frauen unter Geburt nicht das Gefühl, gegen ihren Willen fremdbestimmt geboren zu haben. Weil sie im Prinzip so einen Pauschalbrief gegeben haben. Ja, dafür finde ich es natürlich nochmal super, super wichtig, dass man sich ganz sicher ist, dass dieses Krankenhaus, diese Menschen, denen man dann begegnet, dass das die richtigen für einen sind. Ne? Dass das das Haus ist, wo man so sagt, zu denen habe ich hier grundsätzlich totales Vertrauen und die werden in meinem Sinne entscheiden. Ne? Also das, finde ich, ist auch eine Entscheidung letztendlich im Vorfeld. Ne? Das stimmt total. Also den Geburtsort auszuwählen und die Geburtsbegleiter, soweit man kann, finde ich auch total wichtig. Aber auch hier in Berlin, wir wissen, manchmal kommst du trotzdem nicht in deine Wunschklinik, weil da ist einfach dann der Kreis halt zu. Genau. Es sind zu viele Geburten und man muss ausweichen zu einer anderen Klinik und Plan dann zu sagen, genau, das ist auch okay. Ja, das ist okay. Ja. Denn in jeder Klinik arbeiten Menschen, die grundsätzlich das Beste für einen natürlich, wollen. Natürlich, die wollen gesundheitlich das Beste. Und da ist es wahrscheinlich so ein bisschen noch so, so eine Sache, die vielleicht noch, wo es Potenzial gibt, sage ich mal, so Entwicklungspotenzial, dass eben die körperliche Gesundheit absolut im Vordergrund steht und erst dann ganz lange später oft die psychische Gesundheit steht, wo ich mir natürlich wünschen würde, es geht noch ein bisschen mehr zusammen, wo ich auch merke, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Hebammen und Ärzten, dass Hebammen noch mehr auf die psychische Gesundheit auch bedacht sind, habe ich den Eindruck. Auch immer so, gibt auch unterschiedliche, aber so generell habe ich das Gefühl, für die Ärzte, da ist natürlich vor allem erstmal die körperliche Gesundheit wichtig und dann kommt die psychische sozusagen obendrauf. Und na, es hat oft sowas mit Kommunikation zu tun, ne? Also was rübergebracht wird in dem Moment, ne? Und da wissen wir ja, dass so kleine Sätze sich sehr, sehr einbohren und einfräsen, ja, gerade in diesem sensiblen Moment. Also in der Schwangerschaft ist es ja schon so, dass man so wahnsinnig dünnhäutig ist, ne? Und dass Dinge, die einem gesagt werden, einfach auf ewig da drin stecken, ne? Und einem ganz viel mit einem machen. Mhm. Aber unter der Geburt ist es natürlich noch mal mehr, ne? Weil man ist in so einem Zustand, wo man einfach, in so einem Sonderzustand, wo einfach diese Sätze, die sind dann in Stein gemeißelt, ne? Also die wird man schwer los. Wenn da irgendwas Blödes wird man schon los, aber dann vielleicht mit Hilfe. Ja, ja, genau. Ne? Also, dass man so dann vielleicht sagt, oh, das belastet mich irgendwie, ich merke das, ich komme, also ich kriege das auch wichtig. Ja, ich brauche da vielleicht doch nochmal Unterstützung. Ne? Genau. Nachbearbeitung finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass, also wenn dann doch mal, also nee, ich fange mal anders an. was ich noch wichtig finde zu wissen, ist, dass sogenannte Notsituationen, so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus, auch wirklich selten sind, wenn Dinge nicht so perfekt laufen, dann bahnt sich das oft an und dann merkt man auch schon, okay, die Hebamme ist jetzt irgendwie dauerhaft hier, jetzt kommt noch ein Arzt dazu, die stehen jetzt beide vor diesem CTG und schütteln den Kopf und wiegen den hin und her und überlegen und dann passiert dieses und jenes, ein Lagewechsel und alle möglichen Dinge. Und so nach und nach merkt man, Mensch, so hundertprozentig zufrieden sind die hier nicht mit dem Verlauf. Ne? Und dann hat man schon so eine Idee. Also es ist wirklich, also diese Situation, vor der man immer so eine Angst hat, dass plötzlich was passiert und einem wird alles so aus der Hand genommen und der totale Kontrollverlust, weil irgendwie irgendwas Schlimmes passiert. Sowas ist ja wirklich selten. Ne? Eigentlich bahnen sich die Dinge an und man hat in der Regel so ein bisschen Zeit, sich darauf einzustellen, dass es jetzt einen anderen Weg gehen wird, als den man sich vielleicht gewünscht hat. Ne? Ja. Und tatsächlich ist es ganz oft so, dass so eine Entscheidung zum Beispiel zu einem Kaiserschnitt einfach dann gemeinsam letztendlich getroffen wird. Ja? Ja. Und nicht gesagt wird, so wir machen jetzt, sondern wir möchten jetzt eigentlich das so oder so machen. Wir können hier schon noch ein bisschen probieren, aber unser Gefühl ist, ne, es läuft hier nicht gut oder so. Ne? Und dass dann das Paar sagt, doch, wir wollen es aber ausschöpfen bis zum oder dass die sagen, okay, ne, wenn es jetzt sowieso jetzt okay, so wenn ist, es jetzt so sein dann, soll, dann lieber jetzt in Ruhe und so. Ja. Ne? Also das sind oft so, das ist nicht immer so, dass man da gar kein
Recht hat, dazu was zu sagen oder dass man da gar nicht mitgenommen wird, ne? Sondern wir versuchen ja immer irgendwie gemeinsam zu so einer Entscheidung auch zu kommen, ne? Mhm. Und einfach zu erklären, was da passiert oder warum wir jetzt denken, das müsste jetzt so sein oder ne? Dass man sich jetzt in so einem Feld befindet, wo wir nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, ne? Und wo man jetzt einfach noch ein bisschen probieren kann, aber wir einfach nicht so ein gutes Gefühl haben, ne? So. Genau, aber wenn jetzt dann doch mal was passiert, wo man irgendwie sagt, jetzt aber schnell, schnell und jetzt können wir nicht reden, jetzt müssen wir machen, ne? Mhm. Da finde ich dieses Nachgespräch so wahnsinnig wichtig, ne? Und also wir versuchen das auch immer zu machen, dass man irgendwie direkt danach, aber vielleicht auch nochmal am Tag danach oder zwei Tage später in Ruhe gemeinsam sich hinsetzt und sagt, okay, das und das ist passiert, so und so haben wir gehandelt, gibt es da Fragen zu? Gibt es irgendwie offene Enden? Können wir noch irgendwas erklären? Ne? Wie wurde das aufgenommen? Kann man da noch irgendwas zu tun, um das irgendwie besser zu machen? Ne? Ja, und das, mein Gefühl ist, dass das auch ganz viel dann heilt. Ja? Also wenn dann irgendwie man so ein kleines Trauma vielleicht doch erlitten hat, ja, oder auch ein großes, dass es unglaublich gut ist, wenn man einfach nochmal die Gelegenheit hat, mit den Leuten zu reden, mit denen das gemeinsam gewesen ist, deren Perspektive zu kriegen. Und einfach nochmal gesagt zu bekommen, warum das so war, warum vielleicht das so schnell gehen musste oder so. Und das, das hilft einem dann ganz doll. Ne? Ja, das glaube ich. Also das auf jeden Fall als Tipp auch nochmal, wenn das nicht von selber angeboten wird, sowas dann auch nochmal einfordern. Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, denke ich. Also ein wichtiger, wie so ein Stein, der vielleicht auch sonst fehlt, ne? Weil die Frau ja in einem anderen Kontext sich auch befindet, ne? Und vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt während der Geburt auch nicht mehr wirklich da ist. Also auch im Idealfall auch nicht im äußeren Raum sozusagen ist. Man kriegt ist, manche Sachen nicht mit und man braucht die dann aber für sich und für seine Geschichte, ne? Ja, damit man einfach weiß. Ein komplettes Bild zu haben auf, was ist eigentlich passiert, was war eigentlich. Genau. Ne? Genau. Und da kann dann oft auch ganz viel Frieden schon passieren, so innerlich, ne? Dass man so seinen Frieden damit macht, dass es so war, wie es war. Genau, weil manchmal ist es ja so, dass es nicht den Ausgang hat, wie man sich es gewünscht hat, dass es ein anderer Weg ist, ne? Als man sich gewünscht hat. Und der erst gut wird, wenn man das dann so für sich bearbeitet hat. Ne? Ja. Und manchmal braucht es auch länger. Ne? Manchmal kann man es auch nicht schon am dritten Tag, sondern manchmal erst Wochen oder Monate später. Ne? Aber ich finde, Geburt ist sowas Wichtiges fürs ganze Leben. Also was man so mit sich trägt, wie die Geburt gelaufen ist. Und ich finde es total wichtig, dass man die gut verarbeitet. Ja, das finde ich auch. Hm? Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man merkt, da hakt was, da ist noch irgendwas, was ich eben nicht alleine schaffe, dann eben nicht so lang zu zögern, weil oft, wenn man sich Hilfe holt, da gibt es auch die Podcast-Folge zur traumatischen Geburt, die kann man sich dann gerne mal anhören. Mhm. Da ist oft nur eine Sitzung bei jemandem, der das gut lösen kann, nötig und schon ist es alles gut. Ja? Mhm. Man fühlt sich wieder gut, man erinnert sich trotzdem dran, aber es hat nicht mehr diese Gefühle und verliert so den Schrecken. Genau, richtig. Okay. Mich würde noch total interessieren, die Situation der Hebammen ist ja im Moment schwierig. Haben wir ja am Anfang schon ein bisschen gesprochen. Ja. Und ich finde ja ich glaube, ganz viel Perspektivwechsel ist gerade schon passiert. Ne? Mhm. Also dass man so ein bisschen eure Sicht so auch sieht. Aber vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, wenn man das wüsste als Schwangere oder als Gebärende, würde es helfen. Also es ist schon so... es ist unglaublich viel los im Kreißsaal, ne? Und wir betreuen halt dann nicht nur ein Paar, sondern oft mehrere Paare. Je nachdem, wie die Klinik aufgebaut ist, hat man noch die Aufgabe, zur Klingel zu gehen, wenn es klingelt, zum Telefon zu gehen, wenn es Telefon klingelt. Kontrollen, also Frauen, die zur Kontrolle kommen, das irgendwie zwischendurch noch zu machen und verschiedene Dinge, ne? Und man muss auch noch irgendwie... gucken, dass die Kreißsäle immer wieder fit sind und so weiter, dass da alles aufgefüllt ist und so. Also es gibt schon viele Dinge, die wir so parallel noch machen, während wir eine Familie betreuen und während wir da reinkommen, versuchen so ruhig wie möglich zu sein, Ruhe auszustrahlen und für die wirklich da zu sein in dem Moment, aber im Hinterkopf immer zu haben, oh Gott, ich muss jetzt auch noch dahin und da muss ich noch hin und das muss ich zuerst machen und das ist ganz wichtig und das darf ich nicht vergessen und hier muss ich auch noch dokumentieren. Ne? Mhm. Also wir haben dann schon viel irgendwie im Kopf und
Wir schauen natürlich irgendwie immer, was sind die, was ist das Wichtigste, was muss zuerst, wer hat sozusagen den Vorrang. Aber manchmal ist es natürlich auch so, gerade wenn Paare sehr gut zurechtkommen oder äußerlich sehr gut zurechtkommen, dass wir dann auch manchmal froh sind und die vielleicht ein bisschen länger alleine lassen, als gut wäre. Ne? Mhm. Und weil wir es dann vielleicht anders einschätzen von außen. Ne? Mhm. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man das Gefühl hat, boah, irgendwas hat sich jetzt hier gerade verändert und ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, dass man es auch sagt, also der Partner, ne? Genau. Dass der Partner dann irgendwie jemand von uns sich ruft und sagt, Folgendes, so und ich bräuchte hier mal, oder hast du kurz Zeit? Oder, ne, so. Ich brauche vielleicht einfach nochmal nochmal den Blick von außen. Genau, weil oder ich mich einen beruhigenden Satz. Oder, ja, genau. Weil ich mich gerade unsicher fühle als Partner. Ne? Das kann ja auch sein. Genau, also sowas darf immer sein. Ja. Ansonsten versuchen wir es natürlich so gut wie möglich aufzuteilen zwischen den Paaren. Ne? Ja. Aber es gibt halt Dienste, die sind halt verrückt. Ne? Ja. Also es gibt so Dienste, also aus meiner Sicht ist dann so, ne, ich gehe da morgens rein, und dann werde ich so verschluckt, ne, von diesem Kreißsaal. Und nachmittags werde ich wieder ausgespuckt. Und zwischendurch habe ich nichts gegessen, nichts getrunken. Ich war nicht auf Toilette. Ich habe 100 Mal gesagt, ich komme gleich wieder. Und das ist für uns natürlich auch eine schreckliche Situation. Ne? Ja. Weil, also ich habe auch meinen Anspruch. Und dem werde ich an solchen Tagen so gar nicht gerecht. Mhm. Und ich gehe da nach Hause und bin auch fix und fertig. Nicht nur, weil es viel Arbeit war und ich vielleicht da rumgerannt bin wie eine Irre, sondern weil ich weiß, so wie ich das mir vorstelle, wie das sein müsste, konnte ich hier nicht arbeiten. Ne? Ich konnte die Frauen oder die Paare, die Familien nicht so betreuen, wie ich das möchte. Mhm. Und es ist ganz schwierig. Ja? Also das ist für uns wirklich auch was ganz, ganz Schwieriges. Ne? Ja. So ständig entgegen diesem Wunsch zu arbeiten. Ne? So. Ja, das glaube ich. Das macht natürlich auch was mit einem. Ja. Und es macht verrückterweise manchmal vielleicht sowas, dass man dann unfreundlicher wird in dem Moment. Ja? Dass man nicht mehr so viel Kapazitäten hat für so drumherum, ja, für schönes Drumherum oder so. Und dass man manchmal ein bisschen kurz angebunden vielleicht irgendwem gegenüber ist. Ja? Oder ja, weil man gerade irgendwie denkt, ich muss jetzt das und das machen und dann spricht einen jemand an und dann kriegt er halt einen schnellen Satz. Und das den man vielleicht selber so manchmal dann nicht mehr, nicht bemerkt, dass es vielleicht gerade nicht perfekt ausgedrückt war oder so, ja. Oder, oder wo man im Nachhinein denkt, oh, das war jetzt irgendwie blöd oder, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, dass manchmal, da ist einfach ein bisschen Schwund dann, ja. Das ist so. Ja. Das ist eine schwierige Situation gerade. Ja. Und manchmal sperren wir einen Kreißsaal, ne? Weil so viel los ist, dass es einfach nicht mehr geht. Und dass wir dann wirklich Menschen abweisen müssen, das ist ganz schwierig, auch immer diese Entscheidung zu treffen, ne? So, wir sperren jetzt. Aber das passiert manchmal, ne? Und so passiert es dann manchmal den Paaren, dass sie dann kommen in ihrer Klinik, in der sie angemeldet sind, und dann an der Tür erfahren, ihr müsst jetzt weiter. Mhm. Wie eine Weihnachtsgeschichte, ne? Dann wird man von Tür zu Tür kommt. Ja, es ist so, ne? Ja. Und wir müssen dann immer abschätzen, ne? Können wir das noch, können wir die noch weiterschicken? Und da, genau, da möchte ich noch eine Sache zu sagen. Und zwar, das ist niemals leichtfertig, ja? Dass wir das tun. Und manchmal gibt es Paare, die dann sozusagen gerne darauf pochen möchten, dass sie dann da bleiben. Ich würde das nicht empfehlen, weil wenn wir diesen Schritt tun, dass wir sagen, wir können jetzt niemanden mehr aufnehmen, dann hat das echt einen guten Grund. Ne? Mhm. Und dann bedeutet das, wenn wir noch jemanden mit reinnehmen würden, dass der noch schlechter betreut werden würde. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann plötzlich noch eine Hebamme aus der Tasche zaubern und plötzlich ist jemand da für einen und macht das ganz wunderbar, sondern das bedeutet, dass man sich dann selber in eine Situation im Prinzip begibt, die auch nicht mehr so gut ist. Ne? Ja. Auch was Raumkapazitäten angeht. Ne? Räume, alles. Genau, Personal vor allem. Ne? Räume sind ja am Ende des Tages auch unwichtig. Also ich habe in meinem Buch über Geburtsberichte eine Geburt drin. Das ist eine ganz tolle Geburt. Und die haben im Prinzip in der Abstellkammer ihr Kind bekommen, weil es auch an dem Tag so verrückt war. Ja, aber manchmal ist es ja am besten, weil es das Höhlenartige hat. Aber es war halt eine Hebamme da, die in dem Moment kurz Zeit hatte, super freundlich war. Und die hat eine ganz tolle Geburt in dieser quasi Abstellkammer
Hebamme, wo auch noch irgendwie alle drei Minuten jemand reinkam und irgendwas geholt hat. Ne? Wo ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh mein Gott. Aber das waren, ne, beide Partner haben gesagt, boah, es war eine wunderschöne Geburt. Ne? Ja. Also die Räume am Ende des Tages sind ja fast egal. Ne? Wenn jemand da ist, der freundlich ist, wenn alles gut läuft und wenn man selber irgendwie bei sich ist und irgendwie sich irgendwie davon frei macht und sagt, hey, das ist meine Geburt und die ist irgendwie schön und ne, alles war. Und es ist sowieso meine Geburt, ne? Ich mache die Geburt. Und, genau, genau. Und es wird mir nicht die Hebamme meine Geburt abnehmen. Ne? Das finde ich auch immer sowieso ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das habe ich jetzt in mehreren Podcast-Folgen auch schon mal gesagt, aber trotzdem so wichtig, dass Geburt, also gebären tun wir alleine, genau wie essen, schlafen, atmen. Ja, natürlich kann man beatmet werden von außen, aber es ist halt nicht ideal. Man atmet lieber selbst, es fühlt sich besser an. Und genauso ist es auch bei Geburt. Wir machen sie im Idealfall selbst und ab und zu kommt mal jemand und schaut. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Frauen, die auf diese Weise vorbereitet sind, die mit sich gut sind und sagen, ich mache die Geburt alleine und werde dabei kontrolliert von Hebammen und so weiter und unterstützt, falls irgendwas ist, ne? So, also zum Beispiel eine andere Position sinnvoll wäre oder wie auch immer, dass das euch ja auch entlastet. Ne? Also weil ihr eben nicht also, oder? Ist das ein falscher Gedanke? Also entlastet finde ich so ein bisschen, hört sich so an, als wenn wir das nicht, als wenn das ja gar nicht so unsere Aufgabe sehe ich schon da drin, jemanden zu unterstützen und so weiter. Ne? Also da muss ich nicht von entlastet werden, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also klar, es ist total schwierig, wenn jemand kommt mit dem Anspruch, bekomm mein Kind für mich, ne? Mach das. Ich gebe mich hier ab und mach das. Das ist oft so ist. Das ist oft so, genau. Das ist oft so, ne? Also, dass so diese Geburt wird verdrängt und es wird schon irgendwie und dann kommt man hin und man schafft das bis zu dieser Tür und dann gibt man sich so ab oder will sich so abgeben, ne? Das funktioniert natürlich nicht, weil ich kann natürlich alles machen, ich kann sie unterstützen, ich kann ganz gute Tipps geben, ich kann mir die atmen, ne, alles, was man so von außen tun kann, aber ich kann das Kind ja nicht kriegen für sie, ne, also ich kann auch nicht die Wehen wegnehmen, ne. Und also, manchmal halt, wenn dann so ein Tag ist, wo so viel los ist, dann kannst du noch nicht mal da sitzen und unterstützen deinen Atmen, nicht mal da sitzen. Ne? Ja, genau, richtig, genau. Ja, genau. Und also ich bin auch der festen Überzeugung, leider, dass das die Tage sind, wo sicherlich mehr Schmerzmittel benutzt werden. Das ist so, ne? Also wenn man nicht, es gibt ja auch Studien dazu und wenn die Hebammen nicht kontinuierlich anwesend sind, dann braucht es einfach mehr. Oder andersrum, wenn sie anwesend sind, dann braucht man weniger Schmerzmittel, ne? Aber es ist schon oft so, dass an diesen Tagen, wo wir dann so hin und her rennen und immer nur kurz reingucken, das ist halt keine Anwesenheit, ne? Und das ist keine gute Begleitung und keine Betreuung und nichts, was einem Mut macht so richtig. Und sondern vielleicht auch irritiert, ne, weil das sich ja auch überträgt, diese Anspannung von außen. Ja, dann sind die Frauen vielleicht auch nicht so, so entspannt, wie sie sonst vielleicht wären, wenn einfach die ganze Atmosphäre so ruhig ist. Und genau, also es ist leider eine dramatische Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Das ist so. Ja. Aber man kann immer alles, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind, ne, und das Beste irgendwie draus machen und sich so gut vorbereiten, wie man irgendwie kann. Ja. Und dann halt hoffen, dass der Tag an dem Tag nicht so viel los ist. Ne? Ja, genau. Ich will auch gerne noch auf dein Buch hinweisen. Sehr gerne. Auf das Neue, was du geschrieben hast. Jede Geburt ist einzigartig. Weil ich das so schön finde, weil es wirklich nochmal zeigt, also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und denken, oh Mensch, das klingt irgendwie spannend, wie kann eine Geburt sein und was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten zu gebären oder was kann einem alles so begegnen, weil wir können hier natürlich jetzt nicht alles gibt's ja auch wiedergeben, gar nicht. Es gibt nicht, gibt es da 50 Geburtsberichte, die du ganz wunderbar aufgearbeitet hast, immer mit einem kleinen Text auch vorneweg, also was erwartet einen in dem Bericht, dass man auch vielleicht sagen kann, oh, das lese ich mal lieber nicht und überspringe das, aber ich finde die so im Allgemeinen sind die wirklich sehr, sehr schön, sehr mutmachend und auch zwischendurch immer erklärt, ne, da haben wir dann das und das gemacht, weil das und das, man lernt ganz viel Hebammenwissen so mit dem Buch. Also danke. Danke für die kleine Werbeeinladung. Ja, aber danke, dass du das gemacht hast, dass du das zusammengesucht und zusammengesammelt hast. Ja, und ich bin auch ganz glücklich damit und ich kriege auch ganz, ganz schönes Feedback von den Frauen, die da drin lesen und die wirklich immer sagen, hey,
dass es so vielfältig ist und ja. letztendlich aber diese Einschübe von mir, die sind ja immer sehr ähnlich, also die wiederholen sich auch ganz oft, ne? Ja. Da habe ich auch sehr drüber diskutiert mit dem Verlag, ob wir das so machen wollen. Und ja. ich fand es eigentlich schön, dass man so ich sieht, super. Es gibt bestimmte Dinge, die immer wieder kommen. Ja. Ja? Und wo man immer sieht, aha, und dann ist das passiert und dann war das. Ja? Genau. Und deshalb war das so. Ja. Und genau, das sagen die Frauen auch oft, dass ihnen das so gut tut, da zu sehen, dass es doch irgendwie, auch wenn es so vielfältig ist, ja. ne, jede Geburt ist einzigartig, doch irgendwie so einen roten Faden gibt, wie so eine Geburt irgendwie abläuft. Ne? Und, das ja, ist und vielleicht, immer, dass man so vorbereitet auch ein bisschen auf bestimmte genau. Dinge, ne? Dass man sagt, ah, das ist jetzt das, kenne genau. ich doch schon. Genau. Muss mir keine Angst machen, genau. weil ich weiß dann... Auch so bestimmte ne? Gedanken, die einem vielleicht mhm. kommen unter der Geburt. Oder dass man ja. so mal auch so einen Hänger hat, ne? Und mhm. denkt, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Und dass mhm. man aber darüber hinwegkommen kann. Ne? Ja. Und vor allem, was ich ja so wunderschön finde, was ich ja finde, was viel zu selten gesagt wird oder geschrieben wird oder wie auch immer, ist, diese Euphorie, die man auch bekommt, ne? Also wenn man ja. ein Kind bekommen hat, also dass ja. man einfach, dass man so stolz wird und sich so toll fühlt und also dass es wie so ein Drogenrausch ist, ja? Oder ja. dass man, und dass es auch was ist, was einen trägt, ja? Was einen danach durchs Wochenbett trägt oder vielleicht sogar durchs Leben trägt, dass man ja. sowas geschafft hat, ne? Ja. Dass man so stark war. Also bei den tollen Geburtsberichten sehe ich das auch immer wieder. Also dass mhm. die Frauen halt wirklich auch schreiben und ich habe es auch so erlebt, dass sie danach, dass sie das Gefühl hatten, es ist wirklich was fürs ganze Leben. Wie so eine Transformation, ja. ne? Also dass man ja. so, willkommen im Muttersein, ja, und du bist jetzt Teil des Clubs und wow. Ja, ja und ich bin total stark, mhm. ja, genau. was ich kann. Mhm. Also das ist ja, echt ja, genau. irre. Und ich habe da ja diesen Vergleich so gern mit dem Berg, den man mhm. besteigt. Mhm. Und wenn man das positiv erlebt, weil man mhm. halt, ne, man hat sich vorbereitet mhm. vorher und so und man genießt dann irgendwie diesen Ausblick ja. vielleicht mal mhm. und sagt, boah, wie sieht das hier eigentlich um mich herum mhm. aus? Und dann ist man oben auf dem Berg und ist so voller Stolz. Mhm. Vielleicht, obwohl man vielleicht am Ende auch noch Hilfe benötigt hat ja. für die letzten ja, Meter. Absolut. Aber trotzdem steht man oben und ist voller Stolz, wenn man genau. gesagt hat, ich habe mich so gut vorbereitet genau. auch. Ich bin mhm. da mit meinen super Wanderstiefeln da hochgegangen mhm. Und, mhm. und hatte trainiert und jetzt bin ja. ich da oben und das war super. Mhm. Obwohl es vielleicht anders war als gedacht. Genau. Oder auch genauso wie gedacht, genau. aber ich bin jetzt irgendwie mit voller Kraft oben. Und dann so das Beispiel, wenn man halt so gar nicht vorbereitet ist und einfach so denkt, ach ja, tralala, ich gehe mal auf diesen Berg. Und dann verirrt man sich irgendwo, ne? Naja, oder man geht dann halt mit Flipflops auf ja. diesen Berg genau. hoch und mhm. ist halt und weint wirklich auch auf der Strecke und genau. sagt, das ist das Schlimmste, was mir ja, je ja. passiert ist. Und was ich halt von meinen ersten beiden negativen Geburtserfahrungen mitgenommen hatte, war eine ganz große Schwäche im Wochenbett. Also mhm. auch, dass die Gefühle nicht kamen, die ich mir erhofft hatte und gewünscht habe, dass ich mich ganz schwach gefühlt habe, ausgeliefert. Also genau das Gegenteilige. Mhm. Ne? Und das finde ich halt, ist eben auch so toll in mhm. deinem Buch, weil du dann mhm. eben die Kehrseite der Medaille, nämlich wirklich diese Stärke halt so, mhm. so auch so stark siehst. Mhm. Ne? Mhm. Die es eben auch haben kann. Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Und wie unterschiedlich das ist. Ja, ne? Es ist also so manche kämpfen richtig doll ja. und manchen fällt so leicht und manche, also es gibt ja sogar einen Bericht von einer Frau, die hat einen Orgasmus unter der Geburt. Das ist auch ich kann mir das verrückt, sogar auch ne? vorstellen, also dass es gehen es gibt kann. So alles. Also es gibt, genau. Ja, genau, ja, genau. Es ist einfach so vielfältig und mhm. so vielfältig gut. Das finde ich auch nochmal ganz mhm. spannend. Ne? Mhm. Also und egal, wie der Weg nachher ist, wie du sagst, ne? Ja. Oder wie oder mit, ja, auf welchem Weg das Kind dann nachher zur Welt gekommen ist, selbst das, ne? Also selbst mit einem Kaiserschnitt. Selbst mit einem kann Kaiserschnitt, das so gehen. Ne, gibt es so schöne Geburten oder auch, wo die Frau nachher sagt, naja, aber ich habe alles gegeben, ne? Und ja. Und dann brauchte ich eben Unterstützung, okay, ja? Ja, genau. Ist okay. Genau, und ich mhm. habe das jetzt nur noch mal gesagt mit diesem Bergbeispiel mhm. und so, mhm. Damit man weiß, man ist damit auch nicht alleine. Also wenn ja. man zum Beispiel, wenn dann genau. diese großen Euphoriegefühle vielleicht nicht kommen, genau. das gehört auch manchmal dazu. Und genau. dass man eben aber weiß, das kommt aber noch. Also genau. die Liebe kommt auch die noch. Liebe kommt, und genau. mhm. dann braucht einfach die Psyche auch eine Weile, um zu verdauen, zu verarbeiten. Vielleicht braucht man da eben, wie gesagt, auch ein bisschen Unterstützung noch, aber... Genau. Die Gefühle fürs Kind kommen ganz, ganz sicher. Ja. Mhm. Genau, also eigentlich finde ich, ist das ja schon ein ganz schöner Abschluss jetzt hier unserer kleinen Unterhaltung, dass man irgendwie sagt, ne, egal wie es nachher kommt oder wie man damit umgegangen ist oder ja, man wird am Ende wird man Mutter sein, man wird dieses Kind haben oder manchmal Kinder. Ja. Und genau, wichtig ist, dass man es für sich, für seine eigene Geschichte, ne, also zu seiner eigenen Geschichte macht, gut integriert
Und dass man, man darf, finde ich, total Erwartungen haben, aber das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dieses Offenbleiben finde ich super, super wichtig. Also das wünsche ich immer allen, dass sie wirklich offen bleiben für alle Möglichkeiten, die da auf einen zukommen können. Und ja, aber trotzdem für das Allerbeste zu hoffen, ja? Also dass man sich einfach sagt, es wird wunderschön sein. Und das wünsche ich natürlich auch allen, also dass sie ihre persönliche, wunderbare Traumgeburt erleben können, mit der sie dann einfach zufrieden sein können. Ja, das wünsche ich auch allen von Herzen. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Interview Freude bereitet. Du hast vielleicht tolle Erkenntnisse für dich herausziehen können. Mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe noch mal ein paar Sachen besser verstanden, noch mal einfach wieder ein paar Erkenntnisse für mich auch sammeln können. Und ich freue mich natürlich, wenn es bei dir vielleicht auch der Fall war. Wenn du den ersten Teil bislang noch nicht gehört hast, dann mach das gerne. Schau dir den gerne auch auf YouTube an, wenn du magst. Und wenn du Fragen hast oder einfach ein bisschen mitdiskutieren möchtest, werde ich auch von dieser Podcast-Folge wieder auf Instagram ein Bild posten mit dem Titel dieser Folge. Und du findest mich auf Instagram unter die.friedliche.geburt. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du meinen Instagram-Account abonnierst, wenn du auch meinen YouTube-Kanal abonnierst. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und weißt, was ich so mache. Und vor allem auch verpasst du eben keine weitere Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Stöber gerne auch noch in den anderen Folgen herum. Es gibt ja mittlerweile sehr viele. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Deine Christine.